Leute, willkommen zur zweiten Folge Game zum Montag. Heute mal wieder etwas für das gute alte NES, und zwar das hier. Ein, wie ich glaube, bekanntes Spiel und auch ein ziemlich cooles, A Boy and His Blob. Trouble in Blobulonia. Und wir haben hier sogar schon deutsche Texte auf dem Cover, das ist ziemlich cool. Hilf dem Blob, seinen Planeten vor dem bösen Herrscher zu befreien. Füttere den Blob mit Weingummis und er verwandelt sich in hilfreiche Gegenstände. Erforsche die geheimnisvollen Höhlen unter der Stadt und suche nach versteckten Schätzen. Kannst du Blobulonia retten? Ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Ich habe es noch nie wirklich gespielt, aber ich habe immer sehr gute Dinge davon gehört. Hier haben wir noch ein paar Bilder, die wir uns vielleicht ansehen können. Das sehen wir dann während dem Spiel, würde ich sagen, das reicht. Haben wir noch irgendwo ein Jahr? Hier, 1991. Und da haben wir noch ein bisschen Text. Könnt ihr den lesen? Ja, können wir. Rette Blobulonia. Blob ist von dem fernen Planeten Blobulonia auf die Erde gekommen, um einen Jungen zu finden, der ihm hilft, seine Heimat zu retten. Er hat dich auserwählt, dieses fantastische Abenteuer mit ihm zu bestehen. Deine Reise führt durch geheimnisvolle Welten, finstere Höhlen tief unter der Erde, gefährliche Wasserlandschaften und vieles mehr. Dich und deinen Weingummi-essenden Freund erwarten viele aufregende Abenteuer. Spannende Rätsel und eine Menge komischer Schokoladenmonster? Okay. Nimm diese besondere Herausforderung an und besiege den bösen Herrscher auf Blobulonia. Nur du kannst den Planeten retten. Ja, coole Sache das. Bisschen vorsichtig sein. Verpackung hatte schon bessere Tage. Ja, ich habe leider keine. Was ist denn da drin noch? Ach so. Ja, hier die Hülle ist noch drin. Und hier haben wir das Spiel, das in einem fantastischen Zustand sich befindet, muss ich ehrlich gerade sagen. Ziemlich, ziemlich super. Scharfstellen ist kein Thema, scheinbar mal wieder. So, ja. Sieht alles sensationell aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat auch ein bisschen was gekostet, aber kann man ja mal machen für etwas Schönes und Rares, ne? Das Einzige, wie gesagt, was ich von diesem Spiel weiß, ist, dass man verschiedene Weingummis zur Verfügung hat, um sie dem Blob zu verfüttern. Und je nachdem, welchen Weingummi man ihm verfüttert, wird er zu einem anderen Gegenstand. Was das genau ist, das, ja, werde ich jetzt, da ich keine Anleitung habe, werde ich mir rausschreiben quasi, um auch ein bisschen voranzukommen. Ansonsten, wie gesagt, ich kenne nichts vom Spiel. Das wird hoffentlich ein Riesenspaß und deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei A Boy and His Blob. Trouble in Blobulonia. A Boy and His Blob. Trouble in Blobulonia. Gut. Was ist jetzt? Irgendwie erinnert mich dieses Logo gerade an Indiana Jones, oder geht es nur mir so? Keine Ahnung. Ich drück mal Start. So. Gut, wir sind der Typ hier und hinter uns da ist der Blob. Wir können, ihm pfeifen, damit er uns nachkommt. Und wir können hier unten mit Select die ganzen, Jellybeans auswählen. Gehen wir mal kurz durch. Ich habe mir extra eine Liste gemacht. Hier beginnen wir. Damit wird er zu einer Leiter. Mit dem Strawberry-Teil wird er zu einer Brücke. Mit der Kokosnuss wird er zu einer Kokosnuss, ja. Mit einem Cola-Teil wird er zu einer Blase, wo ich mich reinstellen kann. Beim Zimt-Teil wird er zu einem Bunsenbrenner, den ich hochheben kann. Bei Apfel wird er zu einem Wagenheber oder sowas. Bei einem Vanilla-Jellybean zu einem Schirm. Hier habe ich keine Ahnung, was es ist. Tangerine, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wird er zu einem Trampolin. Root Beer, da wird er zu einer Rakete, das möchte ich euch gleich mal zeigen. Bei Honig wird er zu einem Vogel, der mich irgendwie verfolgt. Ketchup, passt auf. Ich habe getestet, die will er irgendwie nicht essen. Ich habe keine Ahnung, was die bringen. Und das hier wird einfach zu einem Loch, wo ich durchfallen kann. Aber bevor wir mit dem Spiel starten, möchte ich euch was zeigen. Und zwar, wenn ich ihm so ein Root Beer Teil gebe, wird er zu einer Rakete, ne? Da kann ich mich draufsetzen und dann, passt auf, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen, gar nichts. Ich kann weder abbrechen noch sonst was. Und er fliegt einfach durch die ganze Welt. Und das ultra lange. Ich meine, ich weiß nicht, weshalb das so ist, aber ja. Ich meine, es sieht ja schick aus und ich dachte mir so, ja super, Spiel kaputt. Aber nee, der landet auch irgendwann wieder. Und vermutlich in einer komplett anderen Welt, ich habe keine Ahnung. Da waren irgendwie Münzen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja,
Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. So, verwandle ihn mal zurück. So. Ich kann hier nicht weiter nach links gehen. Könnte ich mich denn hier umsehen? Ich könnte mich hier echt umsehen. Was? Was? Ah, ist das ein Golfplatz oder so? Ich nehme es mal stark an. Moment, Moment, ich möchte kurz was testen. Wir spielen das Spiel gleich richtig, Leute, keine Sorge. Wir nehmen hier so ein Vanilleteil. Dann wird er zu einem Schirm, ne? Vielleicht bin ich dann sicher. Moment, ich will es testen. Ne? Ne, okay, ein Schirm schützt nicht vor, vor Golfbällen. Gut zu wissen. Okay, aber wir starten das Spiel neu. Moment. So. Spielen wir das Spiel so, wie es sein soll, nehme ich an. Könnten wir hier runtergehen? Ich überlege gerade, was wir haben. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Da könnten wir runtergehen. Einfach nur mit einer Leiter. Hier ist nirgendwo was. Ja, ich pfeife absichtlich. Tut mir leid. Und was da oben dieses TR gleich 22 heißt, verstehe ich auch nicht. Wir können hier Ewigkeiten nach rechts laufen. Essen. Da können wir aber nicht reingehen. Gut, dann haben wir scheinbar nur eine Möglichkeit. Und zwar da die Leiter nach unten. Komm mit meinem Blob. Ich finde den super. Aber was ich hier genau finden muss oder was, ich habe keine Ahnung. Ich muss seinen Planeten retten. Aber wie ich das mache, keine Ahnung. Das kann ich irgendwie darunter, genau. Ich nehme an, ich will das Geld da drüben. Boah, das sieht ja total realistisch aus hier und wie er so umherrutscht. Ist teilweise ein bisschen komisch. Ja, das. Kommst du? Wo ist mein Blob? Blob? Warum kommt der nicht? Da kommt er. Okay, was können wir denn hier machen? Absolute Avenue, ja. Ja, hier kann ich nirgendwo was tun, irgendwie. Okay, doch. Irgendwas fällt mir ein, was ich tun kann. Irgendwas fällt mir ein. Okay, ein Loch. Das gab es mit diesem Jellybean hier. Moment, klappt das? Jetzt sollte er zu einem Loch werden, ne? Ja, und? Ha, kann ich durchfallen. Und wenn ich pfeife, wandert er sich wieder zurück. Fantastisch. Gut, holen wir uns zuerst mal das Geld, würde ich sagen. Und wie wir dann weiterkommen, ich habe noch keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Komm her, mein Blob, komm her. Hier kann ich ganz bestimmt mit der Leiter hochgehen, aber was bringt... Hallo, stell dich anständig hin hier. Okay, eine Leiter, das waren die hier. Steht er hier schon richtig? Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe mal, das klappt. Ja. Jetzt steht der falsch, oder wie? Ja, toll. Ich muss ja wirklich noch einen Zentimeter weiter nach links kommen. Wirklich. Nee, nicht so weit. Oh nein. Das wird jetzt ein Hauptspaß hier. Nein, das war wieder zu weit, nehme ich an. Na, das kriegen wir hin. Nein, das war wieder nicht gut. Wir versuchen einfach mal hier. Vielleicht kann ich auch über die Plattform hinüberklettern. Weiß nicht. Ja, genau so. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut, dann haben wir Geld eingesammelt, aber... Was jetzt? Können wir hier durchgehen? Nö. Hä? Ja, jetzt habe ich es irgendwie verkackt, nehme ich an. Ich meine, wo könnte ich denn noch weitergehen? Kann ich mit diesen Dingern hier irgendwas machen? Nee, ich glaube, ich kann überhaupt nichts machen, ich als Junge hier. Ja, shit. Lass mich mal kurz überlegen. Wagen hier mit dem Schirm, mit dem Trampolin. Versuch mal hier die Rakete. Vielleicht bringt sie ja was. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringt, aber... Nee, ich kann hier scheinbar nicht aufsteigen. Shit.
Shit. Ja gut, dann müssen wir halt hier wieder hochgehen, ne? Wird wieder zu einer Leiter. Kann ich wieder zurückgehen, nehme ich an. Nein, kann ich... Kann ich halt auch nicht mehr. Was kann ich denn sonst noch versuchen? Hier. Der Bunsenbrenner vielleicht. Vielleicht kann ich hier ein paar Leitungen zerstören oder so. Nee, irgendwie auch nicht. Irgendwie halt auch nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich wieder hier hochkommen soll. Ehrlich gesagt. Das ist überall fester Boden und mit der Leiter klappt's nicht. Hm. Ablegen und zurückverwandeln. Und schon stehe ich hier und komme nicht weiter. Super, ne? Mit dem hier werde ich zum Trampolin, ja. Komm her. Nicht einfach irgendwo hinwerfen. Hier. Vielleicht komme ich da rechts wieder hoch. Ich habe keine Ahnung. Nee, das reicht niemals. Shit. Leute, ich brauche mal kurz Hilfe. Okay, da bin ich wieder. Die Lösung ist eigentlich total leicht. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Wo war jetzt dieses Punschteil? Oh, und schon wieder vorbei. Da. Mit einem Loch können wir natürlich noch weiter runter, ich meine. Hier bei der U-Bahn, ne, es geht natürlich noch weiter runter. Ah! Oh. Das war jetzt übrigens nicht so richtig geplant. Ist hier besser? Ist hier... Na, oh, komm schon. Frisst den Scheiß hier. Kann ich mich hier runterfallen lassen? Ja gut. Das ist jetzt ein Problem. ist hier vielleicht besser? Ist hier vielleicht besser? Frisst das. Ich mag die Idee gerade dahinter, ernsthaft. Was? Was? Ja. Wie komme ich da runter? Ein bisschen weiter nach links vielleicht. Nur ein bisschen weiter links. Direkt hier. Direkt hier, komm her. Muss ich jetzt hier Try and Error Prinzip oder was? Was? Ja. Wie soll ich das machen? Ich kann nicht gleichzeitig. Oh. Versuche ich es halt mal hier. Ja, ich habe nicht nachgesehen, wo ich das machen muss. So genau informiert habe ich mich dann nicht. Bloß, dass man hier noch weiter runter kann. Aha, da. Vieh. Komm her, mein Freund. So, jetzt ist die Frage, kann ich dich vielleicht mit dem Bunsenbrenner töten? Hier, damit. Ich möchte testen, ob ich gegen das Vieh kämpfen kann. Komm her, du Kackvieh. Ne, ich kann es nicht töten. Gut, dann gehen wir einfach unten durch. Schaffe ich jetzt diesen Sprung oder muss ich jetzt hier zum Schirm greifen? Ich mach's lieber mit dem Schirm. Ich hab's das Gefühl, damit kann ich mich tiefer fallen lassen. Okay, das klappt schon mal. Ich habe nur noch ein Leben, fantastisch. Wir hatten noch nichts erreicht. Oh Gott. Ja. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Er fällt einfach mal. Oh, da ist Geld. Schön. Was? Er stirbt wegen dem Spinnennetz. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch echt verarschen, ne? Hier, das da war's doch. Der stirbt, weil er in ein Spinnennetz reinläuft? Ich meine, ja, das Spinnennetz ist ziemlich groß, gebe ich ja zu, aber... Ernsthaft. Krieg ich's damit weg? Aha! Großer Gott. Okay, stehe ich hier sicher, ja. Dann möchte ich jetzt gerne einen Schirm haben. Ich hoffe, das bringt was. Ich weiß es ja nicht. Doch, es bringt was, okay. Trotzdem vorsichtig sein. Okay, sehr gut. Oh, es geht noch. Hör auf, so dämlich zu rutschen hier. Das würde mich bestimmt auch töten, oder? Ganz bestimmt.
Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Mit einer Brücke vielleicht. Aber ich glaube, ich riskiere es nicht. Ich lasse mich mal weiterfallen. Scheiß auf die Punkte hier. Scheiß auf die Punkte, ernsthaft. Aber ich mag das Spiel gerade, echt. Was, ich bin jetzt wieder am selben Ort wie vorhin? Nee, kann nicht sein. Oh, wie soll ich da rankommen? Ich versuch mal eine Blase. Das war Cola. Oh, ich finde das cool, dass man hier quasi so viele Möglichkeiten hat. So. Ja, das war nix. Das war jetzt nicht so wie geplant. Oh, da unten ist hier so ein Kackvieh. Ich kann mich hier fallen lassen, oder? Ja, kann ich. Ist ein bisschen bescheuert, dass ich hier mich nicht wehren kann. Okay, auf meinem Blob passiert nichts. Jetzt auch hier rüber. Geh mal da nach hinten. Dass du hier stehst, vielleicht. Ich dachte vielleicht jetzt hier eine Brücke oder so. Aber... Das war das hier. Brücke! Aber jetzt nicht, wo du da stehst. Das ist das Problem. Ah, oh, fantastisch. So klappt es also. Oh, das Spiel ist super, Leute. Bisschen schwer zum Verstehen vielleicht, aber... Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, das Rutschen ist echt schlimm. Game over. Das Rutschen ist halt wirklich echt schlimm. Aber gut, wir wissen jetzt, wie es ungefähr weitergeht. Dann können wir das auch. Und wir müssen jetzt nicht mehr unbedingt alle Schätze einsammeln, ne? So, was war das Loch nochmal, der Punschteil da, ne? Und hier konnte ich mich dann zweimal fallen lassen. Das war hier. Ja, ist so ein Try-and-Error-Prinzip teilweise hier. Besonders hier schon. Ich meine, ich muss mich irgendwo fallen lassen, aber wo? Jo, keine Ahnung. Test es halt mal. Und wenn du es getestet hast, dann hast du nur noch ein Leben und dann stirbst du so oder so. Ja. Aber, ja, ist halt ein altes Spiel, ne? Aber ich feiere es gerade, echt. So, und dann möchte ich wieder den Schirm haben. Es ist echt eine nette Idee mit diesen ganzen Verwandlungen. Es gefällt mir echt gut. Ja. Aber was passiert, wenn man keine Bohne mehr hat? Ich meine, man muss ja irgendwie ein bisschen testen oder so. Ich meine ja nur. Das wäre dann ein bisschen doof. So, und jetzt kann ich hier runterfallen irgendwie. Mal hier gerade. Ohne nach rechts zu fliegen. Dann nehmen wir das Geld mit. Und nehmen jetzt wieder den Bunsenbrenner mit dem... Was war's? Ja, Zimtteil. Yep. Aber er stirbt wegen einem Spinnennetz, ja. Dass er wirklich... Oh Gott. Dass er wirklich nur noch einmal getroffen werden darf, das ist ein bisschen kacke. Das ist nervig, aber... Ja, es war halt früher so, ne? Ja, nicht überall, ich meine. So. Und mit dem Schirm können wir jetzt fröhlich hier durchwarten. Fantastisch. Bah! Oh, genau das, was ich vorhin verhindern wollte. Oh Gott. Ja, wenn ich natürlich frontal in einen Tropfen reinrenne, ne, dann tötet er mich halt. Von oben bin ich geschützt, von der Seite halt nicht. Habe ich jetzt zu wenig aufgepasst, es tut mir leid. So, einmal durch. Ja, man sollte schon aufpassen, so ein Schirm ist halt wirklich kein Lebensretter. Nee, ist er halt wirklich... Ey, willst du mich verarschen, du dummer Junge? Sein Laufstil ist echt scheiße, Leute. Das ist wirklich schlimm. Das gibt Abzüge von mir. Seht ihr, wie der rutscht? Ich bleib stehen und... Das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich etwas, das ich sehr, sehr bemängeln muss. Als ob es irgendjemand interessiert, was ich bei so einem alten Spiel zu bemängeln habe. Aber, wie gesagt, die Idee, dass ich mir selber zu helfen wissen muss, bei Passagen, nur mit den nötigen Dingen, die ich machen kann, das ist halt echt fantastisch. Das ist halt echt fantastisch. So, auf den Schatz, da pfeife ich. So, und weiter. Das ist echt fantastisch.
liebe sowas. Ist echt ein bisschen anstrengend zu spielen so. Wegen der Steuerung, ja. Aber ansonsten, verdammt cool. Verdammt cool. So. Das war mir vorhin ein bisschen zu knapp hier. Da war die Hitbox jetzt auch nicht gerade gut, glaube ich. Ich glaube, das Vieh hätte mich eigentlich erwischt, aber... Machen wir uns nichts vor. Hier, mach mal eine Brücke, bitte. Mein lieber Blob, ja? Fantastisch. So, was hat mich jetzt hier getötet? Ach, durch das Kackvieh. Ja, gut. Jetzt habe ich ein Problem, ne? Ich sterbe, wenn ich jetzt hier runterfalle, oder? Nee, tue ich nicht. Okay, wo lang jetzt? Links oder rechts? Ich könnte da wieder hochgehen, verdammt. Da käme ich bestimmt zum Schatz mit dem Trampolin zum Beispiel. Nee, kann nicht sein. Weil der Blob kann ja nur einen Gegenstand imitieren und... Ja, dann kann er ja nicht mehr hochkommen irgendwie, oder? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Wir versuchen es einfach mal. Aber ich glaube, ich komme hoch, aber mein Blobfreund nicht. Das ist so gerade das Problem. Wir versuchen es. Ich komme hier hoch, wie gesagt. Doch, er kommt... Ah, er kommt auch hoch. Oh, fantastisch. Ah, alles klar. Cool. Ist aber wieder nur für einen Schatz? Was? Dann weiß ich schon wieder nicht mehr wohin. Es sei denn, ich kann mich noch tiefer fallen lassen. Ja gut, dann gib mir nochmal den Schirm, ne? Und dann fallen wir mal schnell hier runter. Hep und Noms. Ja, hier so ohne Plan, was man machen muss, da ist man echt verloren, glaube ich. Wir versuchen jetzt hier mal das Loch, einfach so. Zurückverwandeln und den Punsch, das hier. Wir versuchen es einfach mal. Ich habe ja eh keine Ahnung, was ich hier mache. Doch, geht noch weiter nach unten. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe Angst, immer weiter nach unten zu fallen, weil... Ja, okay, wir gehen hier nach unten. Hier kann ich gleich wieder den Schirm verwenden. Noms. Gut, grafisch ist das Spiel jetzt vielleicht nicht so der Hammer. Ich meine, guckt euch mal die Figur an. Oh Gott, Wasser. Shit, was habe ich denn gegen Wasser? Vielleicht die Cola-Blase. Vielleicht. Wir versuchen es. Ich wette, ich würde im Wasser sterben. Deswegen will ich es gar nicht erst testen. Ja, es gibt schon diese Wassermusik hier. Okay, ich lebe schon mal. Ich lebe schon mal. Stand da oben nicht mal TR22, jetzt steht da TR19. Sind das vielleicht die Ebenen, die ich durchqueren muss? Oder ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, und was jetzt? Ich sterbe, oder? Ich komme da nicht durch. Ja, toll. Ich lasse mal die Blase platzen und sterbe. Ja, da... Hä? Es gab für mich keine Möglichkeit, um da durchzukommen. Unmöglich. Ich meine, ich kann ja nichts machen. Ich kann ja da echt nichts machen. Such mal die Rakete. Rakete will er hier drin nicht benutzen. Geht jetzt vielleicht so ein Ketchup-Teil? Hier. Ne, er will es nicht. Was denn? Oh. Hier. Okay, nochmal. Wir sind uns alle einig. Ich darf nicht ins Wasser. Ich kann nur mit dieser Blase hier ins Wasser. Sobald die Blase weg ist, bin ich... Was? Sah komisch aus. Ich kann wieder zurückgehen scheinbar. Ja, wenn ich wieder zurückgehen kann, dann bin ich auf dem falschen Weg. Ich dachte, ich komme dann hier nicht mehr hoch, aber passt auf.
Ja gut, dann komme ich vielleicht mit der Leiter wieder hoch. Ich glaube zwar nicht. Wo ist das Teil? Da. Ich glaube echt, ich bin zu tief gefallen. Nee, ich würde theoretisch da hinkommen. Komm näher. Und hepp. Okay, dann komme ich da durchs Wasser auch nicht durch. Heißt so viel wie, ich muss mich vielleicht wieder fallen lassen, irgendwo weiter links. Ich meine, ich habe jetzt gesehen, da kommt so viel Wasser, also darf ich mich hier nicht fallen lassen, ansonsten ersaufe ich jämmerlich. Versuchen jetzt einfach mal hier. Hier, damit. Und Loch. Ich ersaufe jetzt, oder? Natürlich ersaufe ich. Ich meine, machen wir uns da mal nichts vor. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Komm noch ein bisschen näher, mein Freund. Oh, Blob, du musst das Ding schon essen. Wie er immer traurig guckt, wenn so ein Teil irgendwo hinfliegt. Das ist aber echt so ein Try-and-Error-Prinzip hier, ne? Wirf deine dämlichen Bohnen nicht überall rum, du Typ. Ich bin auf meinem letzten Leben, sehe ich gerade. Scheiße. Okay, komm her. Wir gehen hier hoch. Ja, ich hätte jetzt die Bildschirme zählen können. Dann hätte ich gemerkt, oh, hier ist immer noch Wasser. Sehr gut. Komm her, mein Blobfreund. Wie er sich fortbewegt. Sieht fantastisch aus. Hier. Noms. Und wieder hochgehen. So, und was jetzt hier weiter unten ist, das kann ich natürlich nicht wissen, ne? Das kann ich halt nicht wissen. Hier zum Beispiel. Ich meine, der Boden sieht schon ein bisschen anders aus, aber... Ja, wie gesagt, ich müsste es versuchen halt. Oder ich kann auch einfach da runtergehen. Wie wäre das denn? Dafür brauche ich wieder den Schirm. Wo war Schirm? Vanil, hier. Ach so, ich habe ihn gar noch nicht zurückverwandelt. Sorry, Blob, tut mir leid. Jetzt können wir ihm zusehen, was er macht. Wenn ich mich nicht bewegt hätte. So. Nächste Verwandlung, bitte. Und weiter nach unten. Muss ich echt einfach nur immer tiefer gehen? Da hätte ich jetzt mit der Blase runtergekonnt. Nehme ich jetzt stark an. Aber das kann man ja nicht wissen. Das ist so ein bisschen das Unfaire. Ich meine, man kann sowas nicht wissen und dann stirbt man. Sollte man das nicht wirklich... Das war falsch. Braucht Cola. Müsste man sich das wirklich irgendwie aufschreiben oder so? Ansonsten ist das Spiel ja ultra heftig. So. Jetzt gehen wir mal langsam nach unten. Dann haben wir immerhin schon diese Passage da rechts übersprungen, wo es nicht mehr weiter geht. Wegen diesen Stalagniten und Stalaktiten. Ich meine, wir kommen ja voran. Aber ein bisschen störend tut mich auch, dass es hier quasi null Checkpoints oder so gibt. Wirklich null. Das ist ja Hardcore hier. Das ist echt heftig. Ich meine, nicht zuletzt, weil ich, wie gesagt, irgendwann vielleicht keine passenden Dingens hier mehr habe. Bohnen oder Jellybeans meinetwegen. Wenn ich hier keine mehr habe für die Leiter, dann bin ich ja tot. Dann kann ich ja nichts mehr machen. Das war ein bisschen fair. Und wieder Game Over. Okay, Leute, ich glaube, wir haben genug gesehen. Das war's für heute mit Game zum Montag mit dem Spiel A Boy and His Blob. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!